Bei Ricky läuft. Dem wird das Geld aktuell mit Schaufeln reingeschippt. Ja, 2000 Subs. Ja, ja. 2000 Subs ist schon Wohlfühlbereich, sage ich euch, Leute. Wenn ich 2000 Subs durchgängig hätte, absoluter Wohlfühlbereich. Das ist halt wirklich so. Also, da kannst du mit leben. Ricky kriegt jetzt auch eine heiße Cosplay-Freundin. Die kann er sich jetzt aussuchen. Verstehe nicht, wie man das mit Let's Play hinbekommt. Was mit Let's Play? RP. Mit RP kannst du es halt leichter hinkriegen als hiermit. Das ist Fakt. Vor Monaten war lustig, was Ricky mit 13 Leuten RP streamt, heute ist nur 5. Ja, aber er hat also momentan diese super hohe Zahl liegt daran, dass Ricky momentan Startseite hat. Einen festen Startseitenplatz zu bestimmten Zeiten in der Woche. Den ganzen Monat lang. Da ist er auf der Platz 1 der Startseite. Also wenn man auf Twitch geht, Startseite, findet man dann Ricky in dem Moment. Daher kommen diese super hohen Zahlen. Also wenn es dann so 6000 und so weiter ist, das kommt halt dadurch. Und ansonsten hat er halt momentan, ne, das Glück, dass Kaya Jana ihn unter seine Fittiche nimmt, ne? Das ist natürlich super stark. Der zieht, ne? Aber Ricky kann man es gönnen. Ricky ist jemand, den man es da auch ruhig gönnen kann. Der hat ewig lange durchgezogen. Also wirklich ewig lange. Mit super schlechten Zahlen. Scheißegal, der hat da weiter gehustelt, ne? Das sei ihm aber gegönnt, ne? Dass es jetzt läuft. Denke ich auch. Und vor allen Dingen, wenn Ricky erfolgreich wird, ist das auch nicht mein Schaden. Das ist so das Ding. Das soll mein Schaden nicht sein. Das ist das Ding. Ich bin da ja auch mit drin, ne? Pide Boys ist da mit drin. Der Mann kann mich mal hosten und so weiter und so fort. Ja, Kaya Jana soll ja auch beim Podcast mal mitmachen. Das ist ja tatsächlich in Planung, ne? Ich muss mit Kaya Jana reden. Schwieriger Gedanke. Aber ich mach's. Kenn den gar nicht. Ja, der ist heutzutage auch, glaube ich, gar nicht mehr so berühmt. Als ich jung war. Wann lief denn? Was guckst du? Wann lief das? Das war ja so die ganz krasse Zeit. Hast du das Ding? Das war auf jeden Fall noch. Also Kaya Jana hatte damals eine Sendung auf Sat.1. Die hieß, was guckst du? Jetzt werde ich sagen, was Sat.1? 2001 bis 2005. Ah, guck mal, siehst du? Ne, da war ich 16, als das lief. Das ist ein Fernsehtyp, richtig. So, und jetzt sagt ihr euch natürlich, Sat.1 ist ja nix, ne? Klar, das ist heutzutage ist das nichts. Aber wenn du 2001 eine Abendserie auf Sat.1 hattest, ne? Dann warst du der König von Deutschland. Also so richtig krass ein Star. Mehr Star geht nicht. Das ist so das Ding, ne? Da war Fernsehen noch das Medium. Und so viel Auswahl gab es nicht, entsprechend. Also ich würde sagen, aktuell ist ein Pastewka oder so zum Beispiel bekannter. So, aber der war halt richtig, richtig... Ist er ja jetzt auch noch, ne? Also ist er jetzt auch nicht... Das reicht noch. Sat.1 war damals so der Comedy-Sender. Ne? Wochenshow und so ein Shit. Also alle deutschen Comedians, die in irgendeiner Form relevant waren, war halt damals eher so auf Sat.1. Mit Ausnahme von Switch, würde ich jetzt mal sagen. Switch. Und was macht er und Ricky? Das war halt so. Kaya Jana wollte anfangen mit Streamen. Ich denke, wegen Corona. Ne? Das war also die Zeit, wo viele angefangen haben. Und er hat sich dann auch für RP interessiert. Und Ricky und seine Leute, die haben ja einen eigenen Server, ne? Also die machen ja auch diesen Server, auf dem die da alle spielen. Und dadurch hatte der dann halt Kontakt mit denen. Die haben den da sein PC-Setup und so zusammengebaut und hatten dann halt mehrfach mit dem Kontakt. Und da der auch auf dem Server ist, haben die dann auch mit dem RP gemacht. Und Kaya Jana steht komplett auf Rickys Röhrig. Ja, also der Röhrig, ne? Man kann, ja moin, Toxizentrale Röhrig. Wer möchte mal so ein Taxi bringen? Kriegen Taxi aus Knabrich vorbei. Was weiß ich, ne? Auf jeden Fall, den fand Kaya Jana so super, dass er, gesagt hat, den Ricky, den pushen wir jetzt. Das ist so das Ding. Und das ist, wie gesagt, das sei dem Mann auch gegönnt. Und der wird ja auch nur von Kaya Jana gepusht, weil das RP scheinbar ziemlich gut ist. Ich kann das halt schwer bewerten, ne? Weil ich null Ahnung von RP habe. Das ist so die Sache. Ja, also wenn ihr jung seid, dann kennt ihr den wahrscheinlich nicht. Das ist halt das Ding. Aber die Älteren kennen ihn alle. Also in meinem Alter kennt ihn jeder. Wo ich meiner Mutter gesagt habe, ne, dass wir eventuell mit Kaya Jana den Podcast aufnehmen, die wollte das gar nicht glauben, dass das der Kaya Jana ist. Die war dann so, wie jetzt? Also der Kaya Jana, so richtig der? Die rastet aus. Die rastet völlig aus. Ist halt ein Megastar gewesen, richtig. Das ist halt so, das ist so das Ding. Deswegen, also ja. Aber wie gesagt, in meinem Alter kennt ihn jeder.